liebe Gäste, ich begrüße Sie ganz herzlich zum diesjährigen Maibaumstellen. Unser Maibaum ist über die letzten Jahre etwas verblasst in die Jahre gekommen und dass er jetzt dieses Jahr wieder in voller Farbpracht glänzt, das haben wir dem Gerhard Filzinger zu verdanken, der, wie er vorhin gesagt hat, den Winter im Keller verbracht hat, um die Farbpracht wieder aufzufrischen. Herr Filzinger, vielen Dank für dieses ehrenamtliche Engagement. Sie sind auf dem Weg. Sie haben sich hier eingebracht, dass er einfach wieder schön strahlt hier bei uns am Platz. Und deshalb darf ich mich bedanken, Herr Filzinger. Ich darf Ihnen vorhin ein bisschen Materialien auch die Kleinigkeit übergeben. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, ein besonderes Dankeschön möchte ich den Mitinitiatoren des heutigen Maibaumstellens sagen, dem Gewerbeverein Rauenberg. Der Gewerbeverein stiftet jedes Jahr das Bier, dafür ein herzliches Dankeschön. Und Sie kennen ja das Gedicht und den Liedtext, der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus. Nachher werden aber der Herr Elsasser und der Herr Ranaldi, wir werden nicht ausschlagen, sondern wir werden den Zapfen einschlagen und das Fass anstechen. Es gibt dann auf alle Fälle wieder die beliebteste Biersorte der Welt. Sie wissen, was das ist, das Freibier. Und für alle Kinder, da dürft ihr nachher einfach kurz nach vorne kommen, haben wir einen Eisgutschein mit dabei.
sind hier bei der Öffnung 1. Mai, Maibaumaufstellung, ja, in Rauenberg. Rauenberg liegt bei Heidelberg. Ja. Und hier ist der wichtigste Mann von ganz Rauenberg, der dafür sorgt, dass hier alles reibungslos funktioniert. Wie heißt ja? Oh, Heinz Meyer, ich bin der Bauleiter von Rauenberg. Aber genau. Müssen wir anmerken, der Forstbetrieb Martin Bokarius hat heute die Hauptarbeit, ist das, dass ich hier den Maibaum gestellt habe und ich die Kletterkunst, die ich hier auch gefilmt habe, sonst hätte mir extra jemand gebraucht. Und der ist eigentlich der Mann im Fokus. Aber jetzt soll das Augenmerk auf der Fass anschließen. Herr Manaldi, zwei Fass Bier, das ermöglicht Gewerbeverein Rauenberg. Und nicht nur zwei Fass Bier, wir haben für die Kinder auch Cola Fanta, Apfelsaft und von Bäckerei Rimmele haben wir die Brezeln. Da gibt es so Karten hier und mit diesen Karten kriegen die Kinder und die dürfen sich da vorne bei La Fontana, dürfen sich dann Eis holen. Ja, Sie sehen, hier ist ganz schön was los. Maibaumausstellung in Rauenberg, eine schon liebgewordene Tradition, die immer mehr Publikum anzieht. Also es freut uns immer, der Gewerbeverein freut sich, die Stadt Rauenberg, die ja das veranstaltet. Wir vom Gewerbeverein, wir spendieren das Bier, wir spendieren ja, für die Kinder die alkoholfreien Getränke und die Brezel und die Stadt gibt noch mal einen oben drauf. Die spendiert nämlich für alle Kinder, für jedes Kind eine Kugel Eis. Ein Grund für alle Gewerbetreibende, sich beim BDS auch mal umzuschauen, bei ihrem Gewerbeverein im Ort oder hier beim Gewerbeverein Rauenberg. Es ist eine große Familie, die sich gegenseitig hilft und unterstützt. Es gibt keine Konkurrenz in dem Sinne. Nein, also Konkurrenz, so darf man das also nicht sehen. Es gibt Mitbewerber, aber keine Konkurrenten. Und was ist der Vorteil, im Gewerbeverein oder im BDS zu sein? Ganz einfach, man erhält Informationen immer aus erster Hand. Wie jetzt zum Beispiel nächste Woche am 7. Mai ist ja die große Kundgebung auf dem Mannheimer Maimarkt. Der BDS veranstaltet es ja und es kommt hier ein namhafter Politiker. Der BDS gibt hier auch Freikarten aus für alle Gewerbetreibenden. Man kann da hingehen. Ja, es gibt auch andere Dinge, wie zum Beispiel Informationen über, ja, wie bekommt man Zuschüsse, für was bekommt man Zuschüsse. Und, also es gibt ganz, ganz viele Dinge, die im Gewerbeverein und im BDS zu haben sind. Man muss sich natürlich drum kümmern. Das zweite Fass ist angestochen. Sie haben auch schon schwer mitgeholfen beim Freibierausschank. Herr Bürgermeister, ein Wort an die Zuschauer. Ja, wir sind hier beim Maibaumstellen in Rauenberg. Der Baum steht schon und jetzt ging es in den gemütlichen Teil über, das Freibier auszuschenken. Der erste Fassanstich ist gelungen, der zweite auch. So gesehen sprudelt das Bier. Wie hat es Ihnen gefallen heute? Sehr gut, das Wetter hat super mitgemacht, der Baum steht gerade, also besser geht's nicht, oder? Was halten Sie davon, dass zwei Fass Bier spendiert worden sind? Viel, weil dann kriege ich jetzt auch noch eins, wo es schon eigentlich alles leer ist und trotzdem klappt es noch. Also jetzt bleibt doch noch so viel über, dass man schönes Bier mit einer Krone. dass man schönes Bier mit einer Krone machen kann. Also es war wirklich ganz toll, oder? Euch hat es alle gefallen? Unser Herr Bürgermeister und der erste Vorstand der Elsässer haben kräftig mitgearbeitet. Da kam der Schwitzer raus, also, er ist jetzt so verschwitzt, ja. Ja. Aber es hat wunderbar geklappt, wirklich wunderbar. Jeder hat sein Bier bekommen, nicht mal einmal, sondern zwei, dreimal, ne? So wie der junge Mann da jetzt schon zum fünften Mal da ist. Also es war ganz toll und das Wetter hat mitgemacht, alles. Es war wirklich ein gelungener Nachmittag.
Mein Name ist Ranaldi von Autohaus Ranaldi in Wiesloch. Ja, zweiter Vorstand vom Gewerbeverein Rauenberg. Und ja, mir hat es auch Spaß gemacht und ein gelungener Tag, absolut. Wetter mitgemacht, alles mitgemacht, der Maibaum steht. Und ich denke, es war auch für Rauenberg selbst ein schöner Tag. Wenn jemand ein Problem hat mit seinem Auto, dann Autohaus Ranaldi, welche Straße? Neue Stresel 2 in 69168 in Wiesloch. Telefonnummer vielleicht auch noch 06222 936 990. Würde mich freuen, wenn Sie uns besuchen. Parkett Elsässer ist natürlich auch dafür da, wenn man kleine Probleme hat mit dem Boden und noch nicht Bescheid weiß, welche Ausmaße es gibt. Also auch zu einer Überprüfung kann man bei Ihnen anrufen. Ja, man kann auch zur Überprüfung bei uns anrufen. Das heißt, wenn Sie einen Wasserschaden haben, wir machen den Boden auf und wird natürlich ein klein wenig zerstört, ganz klar. Aber wir können es auch wieder reparieren, sodass man kaum was sieht. Also unser Arbeitsgebiet, das sind alle Fußböden außer Fliesen, also Stein. Das heißt Designbelege, Vinylbelege, PVC, Teppichböden, Parkettböden, Laminatböden, alles was mit Fußböden zu tun hat. Natürlich machen wir auch Wandbelege, das heißt aber aus Holz, nicht aus Teppich oder so. Also wenn es gewünscht ist, machen wir natürlich auch in Gartenhäusern Böden oder Terrassendielen. Das ist für uns kein Problem. Das sind Dinge, die sind bei uns im Berufsbild mit drinne. Ja, also nach einem Auszug alles schön machen, das gehört sich eigentlich so, weil der nächste Mieter oder Eigentümer will natürlich eine neue Bude haben. Da sind wir dann genau auch wieder die richtige Adresse. Sie kommen zu uns, wir beraten Sie, wir machen die Arbeiten, die notwendig sind. Das ist die 07253 25210 oder die www.parkett-elsässer.de. Gesehen werden mit Ihrem Gewerbebetrieb. Tschüss, bis zum nächsten Mal.